So, da geht's auch schon weiter bei Fahrenheit. Und mich juckt's mal wieder. Ah, verdammt. Immer wenn ich LPs mache. Egal. Und wenn ich an diesem Tisch stehe. Ich glaube, letztes Mal stand ich auch an diesem Tisch mit Tyler allerdings. Und dann hat's mich auch gejuckt. Ein Fluch liegt auf diesem Tisch. Okay, gut. So, wir haben jetzt im letzten Teil begonnen, die Hinweise zu kombinieren. Einen haben wir schon erfolgreich kombiniert. Und den anderen machen wir jetzt, nämlich die Fingerabdrücke. Und ja, dann sollten wir eventuell herausfinden, ob Lucas Kane wirklich der Mörder ist. Deswegen Verbindung. No doubt about it. The prints from the restaurant and the pen come from the same person. This time, there's no reasonable doubt. Lucas Kane is the restaurant killer. I've gotta tell Tyler right away. Yeehaw! Okay, wir sind uns sicher. Das heißt, wir rufen jetzt Tyler an und sagen ihm, dass wir unseren Täter haben und ihn eventuell sogar schnappen können. Ich hoffe, Tyler ist nicht gerade allzu beschäftigt mit seiner Freundin. Na, war ja klar. Don't answer it, lover. Aber du weißt doch, dass das nicht geht. Tyler ist ein guter Cop und deswegen weg mit dir. Sorry, babe. I need to answer. It might be important. Tyler, no! Doch. So, jetzt gehe ich ans Telefon. Hast du davon, Bitch? Hello? We got him, Tyler. I'm on my way. Tyler, I'm warning you. If you leave me now, I will never forgive you. I won't be long, babe. Just sip some champagne and I'll be right back before you know it. I'm sorry, Sam, but this is really important. What about me? I'm not important? Tyler! Ja, das war's dann wohl. The news is tightening. The police are closing in on me. They'll be back, and next time, they'll take me in. Agatha was my last chance. She's the only one who seems to understand what's happening to me. I just hope this time she'll give me some answers. Ah, und wir haben wenigstens ein bisschen Karma dazu bekommen mit Lucas. Und ja, im letzten Teil, wo wir dann verhört wurden von der Carla im Büro, da hat es auch schon mal so weit, dass es mir von Anfang an richtig schlecht ging. Und ihr, selbst wenn ihr diese Quick-Time-Events schafft, kriegt ihr ja abgezogen. Und deswegen hing ich da fest. Ich konnte nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob man was abgezogen bekommt, wenn man es einfach so hätte geschehen lassen. Also wenn man die Quicktime-Events versagt hätte, aber dann wäre wahrscheinlich der Verdacht noch mehr gestiegen und dann hätte man es versagt. Von daher gibt es, glaube ich, gar keinen Ausweg da. Naja, egal. So, wir sind jetzt ein zweites Mal zu Besuch bei Agatha. Und da wir schon genau wissen, klingeln wir natürlich nicht, sondern gehen einfach rein. Ist ja klar. Vielleicht kann sie uns ja noch etwas mehr über unsere Tat erzählen, weil was uns dazu bewegt hat und Agatha? Wie dieser Mann war. Agatha! It's Lucas! It's Lucas! Also mach die Tür auf. Hallo, wie geht's denn so? Someone just went out the window. Sir, I need to get your name before I can record your message. Sir, the police cruiser will be there in just a few minutes. Can you hear me, sir? Agatha! Na toll. Die hat's also auch dahin gerafft. She was the only one who could help me, the only one who knew. Na toll. Irgendjemand will nicht, dass wir etwas über den Tathergang herausfinden. The answer could be here somewhere. Wait, I still have a few minutes to search her apartment before the police get here. Puh, das ist jetzt eine Zwickmühle. What brings you here, young man? Tell me, what is your cage like? Genau, ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich glaube, das habe ich letztes Mal gar nicht gemacht. Da bin ich einfach abgehauen. Stimmt, sie hat etwas für uns hinterlassen. Und sie hat uns gerade den entscheidenden Hinweis gegeben mit dem Käfig. Das heißt, wir müssen zu den Vögeln. Irgendwo da hat sie, glaube ich, was versteckt. In irgendeinem der Käfige. Komm schon, wo bist du? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Polizei kommt immer näher. Ah, hier. Hey, there's a piece of paper in this cage. Nimm's doch raus. Damn, the door is locked tight. There's gotta be a key somewhere. At least something to pry it open with. Ja, toll, das auch noch. Es ist jetzt quasi blind, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, was ich hier machen muss. Scheiße. Okay, jetzt steigt so langsam der Adrenalinpegel hier. Vielleicht hat die hier irgendwo einen Schlüssel. Hier sind nur die Samen drin.
Okay, vielleicht hier oben? Shit. Okay. Ich glaube, sie hat noch ein Zimmer, das wir noch gar nicht untersucht haben. Und zwar hat sie auch noch ein Badezimmer. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo die Tür dahin ist. Die ist irgendwie so ein bisschen versteckt. Kann sein, dass die irgendwo in der Küche ist, die Tür. Ich habe das letzte Mal übersehen, vielleicht liegt da auch irgendwas, womit ich den Käfig aufbrechen kann. Ach nee, im Badezimmer, glaube ich. Ah, das Messer. Vielleicht das Messer. Vielleicht kann ich damit das Ding aufmachen. Okay, ich versuche mal was. Shit, komm schon. Keine Lust, das nochmal zu spielen. Ein Glück, dass die Polizei so lahm ist. Dass der auch immer so langsam die Tür aufmachen muss. Nein, komm schon. Hoffentlich klappt das. Wenn nicht, dann bin ich im Arsch. Und? Ist offen? Ah, sauber. Sehr gut, Lukas. Und jetzt hol raus, was auch immer da drin ist. So, was haben wir denn da? Okay, ein Stück Zettel. Oder irgendwie sowas. Ein bisschen schneller, komm. Mach hin. Ah, Zeitung. A newspaper article from 1928. Why would Agatha want me to see this? Ja, anscheinend hat es eine... Ich konnte jetzt gerade nicht lesen. Vielleicht solltet ihr dann das Bild anhalten, um es lesen. Also, ich habe es nur gerade überflogen. Es ging anscheinend um den gleichen Vorfall von Mord. Und wir müssen jetzt echt schnell hier raus. Komm schon. Verdammt. Oh, sie halten schon. Ich muss schnell raus hier, verdammt. Los. Flüchten. Hau ab. Oh, mein Gott, war das knapp. Ich glaube, so knapp hatte ich es noch nie, ey. Huh, und weg. New York Police. Anybody there? Hey, Kevin, call an ambulance. There's a body on the floor. Sorry, we're closed. Come back tomorrow. Oh, I won't be long. Master Nutilan, Ekibini, Nataquen, Castanetli, Quaniclana, Raiquentana. Wieder einmal erschien dieses mysteriöse Mädchen. I finally put all of the pieces together. All that's left is to arrest the killer. Captain Jones has given us everything we asked for. There's no chance of him escaping. Okay, this is it. Everybody in position. Copy that. Okidoki, also wenn Lukas jetzt wirklich noch zu Hause ist, sieht's verdammt schlecht für ihn aus. Weil sie sind in dem Gang, den kennen wir ja bereits, den haben wir schon ein paar Mal gesehen. Und Tyler macht auch anscheinend vor der richtigen Tür halt. Oh Mann. Okay. You cover me. Okay. Lukas, ich hoffe für dich, dass du nicht zu Hause bist. Damn, what the hell is this? Cover me. I'm gonna check the doors. Okay, was ist hier passiert? Also es ist definitiv Lukas Wohnung, wie man sieht. Da steht was über der Tür, aber ich glaube, das kann man nicht lesen. Nö. Krass. Was hat der hier gemacht? Oder war er das gar nicht? Und der Fernseher läuft. Natürlich, rauschendes Bild. Ach, wie in einem guten Horrorfilm. Die Fenster alle vernagelt, alle Schränke umgeworfen. Was ist hier passiert? Okay, wir sollen die Räume durchsuchen. Und da gibt es ja auch nur zwei. Einmal das Badezimmer. Hallo. Okay, hier sieht es auch nicht besser aus. Hier sieht es aus, als hätte er jemanden ermordet. Okay. Ja, macht doch einen sehr sympathischen Eindruck, die Wohnung. Gut, und dann hätten wir auch noch das Schlafzimmer. We missed it.
Well, he's running now. Das ist natürlich blöd. Er ist weg, aber auch hier ist alles irgendwie im Argen. Aber der PC steht noch und der Fassung funktioniert anscheinend auch noch. Obwohl, hier sieht es gar nicht so schlimm aus, muss man sagen. Also hier sieht es eigentlich aus wie vorher, nur dass die Fenster vernagelt sind. Aber ansonsten ist so recht alles gleich geblieben. Aber wir können hier auch nichts machen, ne? Gut, dann gehen wir, glaube ich, wieder raus, weil bringt ja anscheinend sowieso nichts, hier zu bleiben. Oh, ich laufe gerade voll gegen die Wand. So. He's running across the street. What should I do, Carla? Stop him. We're coming. Copy that. It happened again. Somebody died in the lavamatic. I saw it like I was there. Agatha's dead, so who's gonna tell me what's going on? Allerdings hat er gerade gespeichert hoffentlich und wir schnappen Lucas dann eventuell im nächsten Teil. Das heißt für euch Cliffhanger. Und wir sehen uns im nächsten Teil wieder und gucken dann, ob wir mit Lucas entkommen können oder ob er geschnappt wird. Also bis dann, ciao.